Gesicht und Gesichter einer Stadt, das sind die Teile einer Gleichung. Ein Gesicht aus Stein und mehr als eine halbe Million aus Fleisch und Blut machen diese Stadt aus. Die freie Hansestadt Bremen. Immer ist eine Stadt doch nichts anderes als die Summe aus allem, was Menschen, die in ihren Mauern gelebt und leben, geleistet haben und täglich leisten. In Bremen wird rund um die Uhr gearbeitet. Jeder siebente der Beschäftigten ist im Schiffsbau tätig, jeder achte in der Elektrotechnik, jeder zehnte im Maschinenbau, jeder zwölfte in der Kaffeebranche, jeder vierzehnte mit Textilien, jeder fünfzehnte mit Eisen und Stahl, jeder zwanzigste hat mit Tabak zu tun. Aber die Stadt ist ein amphibisches Wesen, das untergehen muss, wenn man es vom Wasser abschneidet. Wasser, das heißt Weser, Nordsee, Atlantik, alle Weltmeere, alle Häfen, die irgendwo auf der Erde gleich Bremen für alle Schiffe offenstehen. Das wird zu bedenken sein. Und das andere wird zu bedenken sein, dass Menschengesichter, die das Antlitz einer Stadt ja auch prägen, rund um die Uhr in ihrem Ausdruck wechseln. Dass sie angespannt sind und gleichgültig, leuchtend und voller Schatten, erschöpft und unermüdlich, alt und jung. Sind sie schön? Sind sie es nicht? Auch das werden wir bedenken. Wir haben sie wochenlang angeschaut, beobachtet, geprüft. Bremen, ein amphibisches Wesen. Im Rathaus steht der Spruch, was ihr von Vätern Gutes erhalten, sollt ihr den Spätern treulich verwalten. Was kann für die Späteren denn mehr geschehen als zuverlässige, umfassende, auch harte Ausbildung? Eine Stadt am Meer wird immer Seeleute für Dutzende von Aufgaben brauchen. Seemann zu sein, das ist nichts für schwache Gemüter. So nimmt die Unterweisung die jungen Leute auch schon für kräftige Männer. Zwei, und gleichmäßig. Eins, Nummer drei, du heute komm. Zwei, drei. Eins, zwei. Oh. Zwei, vollkommen gleichgültig, holst du. So wie du in der Arbeit bist, bist du auch im Pool. Eins, zwei. Eins, zwei. Hier kennt man die Ehrgeizigen und Fleißigen und die Faulen. Eins, zwei. Wenn die vielen Tausende zu ihren Arbeitsplätzen gehen, haben die Jungen ihr Schulschiff Deutschland auch schon verlassen und lernen, um später einmal die Weltmeere befahren zu können. Eins, zwei, oh, eins, zwei. Kann das ja nicht gleichmäßig werden? Halt den Riemen endlich mal gerade. Eins, zwei, drei und zwei. Für die Bundesmarine seid ihr nicht zu gebrauchen. Ihr müsst euch beim Geheimdienst müsst ihr hin. 13.000 Schiffe mögen es sein, die Bremen alljährlich anlaufen. Hier stehen Überseehafen und Europahafen, Holz- und Fabrikenhafen, Industrie- und Handelshafen. Hier stehen die Mittelsbürener Häfen und die Hafengruppe Bremerhaven bereit, um beim Löschen und Laden den Wettlauf mit der Uhr zu gewinnen. Romantik hat hier keinen Platz. 16 Millionen Tonnen werden im Jahr umgeschlagen.
Vom Schiff auf Eisenbahn, Lastauto, Binnenschiff und umgekehrt. Mehr als die Hälfte davon ist Stückgut in Kisten und Säcken. Es bedarf spezieller Einrichtungen, besonderer Aufmerksamkeit. Der Schlepper Elsfleth hat abgelegt, geht an seine Arbeit. 30 Frachtschiffe mögen täglich kommen, fahren täglich hinaus, werden in die Hafenbecken bugsiert oder hinausgeschleppt auf den Strom. Über 300 Jahre ist es her, dass die Bremer sich als erste in Deutschland daran machten, einen künstlichen Hafen anzulegen. Fegesack. 1827 taten sie einen weiteren Schritt dem Meer entgegen. Sie gründeten Bremerhaven. Zur Schifffahrt gehört der Schiffsbau. Zum Schiffsbau in Bremen annähernd 19.000 Menschen. Lassen wie im Inferno Kolosse aus Stahl und Eisen entstehen. Schöpfung aus lärmerfülltem Chaos. Gestalt durch die Glut des Feuers. Stärke und Sicherheit, dass das künftige Schiff den Stürmen trotzt. Menschengesichter, angespannt, leuchtend, unermüdlich, alt und jung. Sind sie schön? Einmal ist es dann wieder soweit. Stapellauf. Gäste von weit her ein großer Augenblick. Unvergesslich, so werden sie sagen. Für die anderen, die das Schiff erschufen, eine Stunde des Atemholens, wie manche andere sonst. Es scheint kaum so, dass Feierlichkeiten diese Männer besonders ergreifen würden. Warum auch? Das nächste Schiff ist längst auf Kiel gelegt, die Arbeit verläuft planmäßig, der Termin kommt näher mit Sicherheit auch für den nächsten Stapellauf. Besonders denke ich allen Arbeiter, die dieses Schiff gebaut haben und denen das möglich machen. Tausend Hände bauen Segeljachten und Motorjachten, Frachtschiffe und Fischereifahrzeuge, Fähren, Schlepper, bauen Schiffe bis zu 100.000 Tonnen Tragfähigkeit. Von 100 Arbeitern in Bremen arbeiten 16 auf einer Werft, reparieren Schiffe,
ändern Schiffe, bauen neue Schiffe, die alle einmal ihre Jungfernfahrt machen und dann ihren Alltag beginnen werden. Während, wie im Inferno, neue Kolosse entstehen. Im Rathaus steht der Spruch: Glaubt nicht, dass unsere Vorfahren durch Waffentaten den anfänglich kleinen Staat groß gemacht haben. Nein, andere Dinge waren es. Im Innern Rührigkeit, draußen ein gerechtes Regiment und beim Beraten ein freies Herz. Im Innern Rührigkeit. Schiffe aus aller Herren Ländern alljährlich in den Häfen. Eines von ihnen heißt Finnhawk und kommt aus Kotka. Die Elsfleth wird es auf den Haken nehmen und an seinen Liegeplatz schleppen. Anspannung, Organisation, mit jedem Handgriff minutiöse Arbeit. Die Hafengruppe auf dem rechten Weserufer, die vor und nach der Jahrhundertwende entstand, erhält heute ihr Gegenstück auf dem linken Ufer des Stromes. Im Innern Rührigkeit und beim Beraten ein freies Herz. Hafen, das heißt Umschlagplatz. Laden und Löschen rund um die Uhr. Für jeden Fremden geheimnisvolles Geschehen. Ein Wink mit der Hand setzt 1000 Kräfte in Bewegung. Ein Uhrwerk, dessen Zahnräder Stauer und Winschmann, Lukenfietz und Tallimann heißen, Gabelstapler und Küper, Lagerarbeiter, Maklerinspektor. Ein Uhrwerk mit zuverlässiger Unruhe, Welthandel. Ein Uhrwerk von höchster Genauigkeit. Immer so schnell wie möglich. Baumwolle. Seit Menschenaltern ist sie Importartikel Nummer 1 des Hafens. In Zahlen ausgedrückt, weit über 2/3 des Bedarfs der Bundesrepublik kommen über Bremen herein. 1872 gründeten Bremer Kaufleute das Komitee für den Baumwollhandel und setzten sich gegen den schärfsten Rivalen, Liverpool, durch. Schon um die Jahrhundertwende war Bremen der größte Baumwollmarkt des Kontinents. Das Komitee nannte sich später Baumwollbörse. Über sie laufen heute im Jahr mehr als 1 Million Ballen ins Binnenland. Bis zum letzten Gramm auf Qualität geprüft. Baumwolle aus Amerika, Afrika, Asien. Ich dachte, ich kann es einwandfrei. Jeder Sendung werden Proben entnommen für die Arbitrage. Und die ist wieder einer jener dem Fremden mysteriösen Vorgänge. Beeidigte Klassierer bestimmen die Qualität der Ware. Ihr Gutachten ist verbindlich. Diese fleckigen Ballen sollte man in 2 Klassen abschätzen. Darf ich den Ball mal sehen? Ja, diesen Ball. 2 Ballen, ja, ja. Der vor allen Dingen. Ja. Der hat rote Flecken. Ja, hier sind noch mehr davon. Herr Weiler, was meinen Sie davon? Ja, hier sind noch mehr fleckige Ballen. Noch mehr von der Fleckige. Ich bin nicht aus der Meinung. Wir können die Ballen mal rauslegen, ja. Die rote Flecken haben und dann auf 2. Dass wir die 2 Stufen abschätzen, ne? Wollen wir die mal rauslegen? Die bekämen dann 175 Punkte, Herr Leier, ne? Die 2 Stufen. 85. Schon um das Jahr 1700 gab es diesen Arbeitsvorgang in Bremen, freilich in kleinerem Umfang. Im Hause Schütting, wo die Kaufleute residieren, schenkte man damals schon Kaffee aus.
Die Bohnen musste man also rösten, so wie heute. Seit jenen Tagen ist die Kaffeeeinfuhr ständig gestiegen. Rund 80 Betriebe, rund 15.000 Hände haben in Bremen mit ihm zu tun. Nach dem Rösten werden Fehlfarben und Fehlgrößen ausgelesen. Und dann auch hier die peinlich genaue Prüfung auf Qualität. Brasilien, das größte Kaffeeland, begann schon vor langem damit, seine besten Sorten durch den Vermerk Sudtäbe vor Bremen, geeignet für Bremen, zu kennzeichnen. Aber auch aus Kolumbien und Costa Rica, Guatemala, Mexiko, Tanganyika und Java wird Kaffee geliefert. Noch vor dem Kaffee rangiert in der Handelsstatistik der Tabak. Er kam auch ein halbes Jahrhundert früher in die Hansestadt. Zuerst noch über die Zwischenmärkte in Spanien und Portugal, doch dann gegen das Ende des 18. Jahrhunderts in direktem Geschäft mit Nordamerika. Bremer Brasil-Zigarren haben Weltruf. 1841 gibt es über 2000 männliche und weibliche Zigarrenmacher. Darunter 67 Kinder im Alter bis zu 10 Jahren und 545, die 10 bis 15 Jahre alt sind. Heute liegt einer der Schwerpunkte auf dem deutsch-indonesischen Tabakmarkt. Eine Tabakeinschreibung, wie die Auktionen heißen, ist für alle Beteiligten von höchster Spannung. Die Gebote werden schriftlich, und zwar geheim, abgegeben, in Zahlen verschlüsselt. Jeder ist mit seiner Chance allein. Die des Konkurrenten kennt er nicht. Ein Wettkampf ganz in der Stille, bei dem beste Sorten bis zu 50 Mark pro Pfund erzielen können. Heinrich W. Koch, Denzel van der Brechen, G.H. Gemahlin V., Käufer ist die skandinavische Tabakskompanie. Und für die 681 Ballen zusammen durch Makler Köster und Schriefer und Gewing und Liefding und andere Käufer ist die Niemann-Zentrale Tabaksmaßkaffee. Ist die Einschreibung abgeschlossen, löst sich die Spannung. Man kann wieder lachen. Eine Durchsage, Herr Müller. Von allen Plätzen, an denen gelöscht und geladen, geprüft und gekauft wird, laufen die Fäden ins Kontor. Ob Tabak oder Wolle, Wein, Holz oder Kaffee, Reis oder Baumwolle, das Nervenzentrum des Umschlags ist im Kontor. Der Kaufmann. Hatte Bremen sich einst auch aus einem Missionsauftrag heraus entfaltet? Entscheidend sind die Marktprivilegien der Jahre 888 und 965 geworden. Seit über 30 Generationen wird von diesem Platz aus nachweislich gehandelt. Seltsam, wie dieses Wort zwei Bedeutungen in sich vereinigt. Gehandelt. Doch beide treffen zu. Im Wahlspruch zum Beispiel, der erst im Ausgang des letzten Jahrhunderts geschaffen, das Prinzip jahrhundertelangen Wirkens zusammenfasst, Buten und Binnen, Wagen und Winnen. Die alten Sprüche in der Gültenkammer des Rathauses könnten im Bremer Kontor zu lesen stehen. Überlege langsam, das Beschlossene führe tatkräftig aus. Hast du geirrt? So ändere deinen Entschluss.
Du sollst gerecht urteilen. Bremen und Bremerhaven. Aus der Tochterstadt ist längst die Schwesterstadt geworden. Und gemeinsame Aufgaben, gleiche Interessen werden gemeinsam gemeistert. Ein bedeutendes Attribut kann Bremerhaven für sich allein in Anspruch nehmen. Führender Seefischmarkt in Europa. Über die Hälfte der deutschen Trawler geht unter dem Zeichen BX von Bremerhaven aus in See. Sie fischen bei Island, Grönland, Neufundland, in der Barentssee, unter Norwegen. Rund um die Uhr. In kilometerlange Hallen wird ausgeladen, nur nachts. Morgens pünktlich um 7 Uhr beginnt auch hier die Auktion. Um hunderttausende D-Mark geht es täglich. Und geht um Rotbarsch, Seelachs, Heilbutt, Kabeljau, Hering. Diese Auktion für den Fremden siebenfach versiegelt. Allenfalls begreift er, dass um den Viertelpfennig gesteigert wird. Aber dann kann er keines der vielen Zeichen deuten und keinen der Rufe verstehen. Nach einer Stunde ist auch schon alles vorbei. Ein Teil der Ware geht in eisgekühlten Eilzügen ins Binnenland. Der andere wird an Ort und Stelle verarbeitet. Zur Hälfte lebt Bremerhaven vom Fisch. Genau 80 Jahre ist es her, dass hier der erste deutsche Fischdampfer gebaut worden ist. Das war der Beginn unserer Hochseefischerei. Heute fahren 80 Trawler hinaus und 20 Heckfänger, von denen 19 Fang- und Fabrikschiffe in einem sind. Letztes Jahr brachten sie fast 200.000 Tonnen Seefisch an Land. Alles, was sich daraus herstellen lässt, wird im Bremerhaven hergestellt. Menschengesichter, die das Gesicht einer Stadt mitprägen. Gleichgültig und angespannt, erschöpft und unermüdlich, jung und alt. Kein Gramm Fisch geht verloren. Es wird filetiert, mariniert, geräuchert und was noch bleibt, zu Fischmehl verarbeitet. Rund um die Uhr. Go. Action time.
four. One, two, three, 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 four. Take a deep breath now. Diese Fässer aber, Kantjes, lagern woanders. Fegesack, weiter stromauf, gerade unterhalb der Hansestadt, ist heute Hauptort der deutschen Loggerfischerei, die auch schon 400 Jahre alt ist und ihre Heimat außerdem in Emden, Leer und Glückstadt hat. Jährlich werden insgesamt an die 450.000 Kantjes gelöscht. Inhalt Loggerheringe. Salzhering draußen auf See gekehlt und gepackt. Für 48 Stunden nur legen die Logger an. Die Mannschaft löscht das Schiff selbst. Noch schneller, dass doch ein Rest Zeit bleibt für das private Leben. Auf jeder Fangreise ertönt dann draußen seit Jahrhunderten derselbe Ruf aufs Meer hinaus. Geschoten fleht, Gott segne use Arbeit. So ruft der Schiffsjunge, die Mütze in der Hand, den ausgelegten Netzen nach. Der fleht, wie es heißt. Geschoten fleht, Gott segne use Arbeit. Und sie werden wieder volle Kantjes nach Hause bringen. Das hier aber sind keine Kantjes, sondern Fässer, die Bier enthalten. Und das hier ist kein Loggernetz, sondern eines für Gepäck. Und das sind der blaue Peter und die Flagge des norddeutschen Lloyd. Bei diesem Namen tauchen 100 Erinnerungen auf. In ein und demselben Jahr, 1847 ist es gewesen, gab es für Bremen zwei bedeutende Neuerungen. Die Eisenbahnlinie nach Hannover wurde eröffnet und die Postdampfschifffahrt nach New York aufgenommen. Genau in der Mitte zwischen Hannover und New York fühlt Bremen sich. Seit 1858 fuhren 5 Schiffe dieses Namens über den Ozean. Ihre Reederei war vor dem Ersten Krieg die größte Fahrgastreederei der Welt. Heute mögen es im Jahr weit mehr als 100.000 Menschen sein, die über den Bahnhof am Meer, wie die Kolumbuskaja heißt, Europa in Richtung Übersee verlassen. Das Ablegemanöver eines Ozeanriesen, bei dem alles im Wortsinn Hand in Hand geht, ist von erregender Schönheit. Und noch 100 Erinnerungen an die Auswanderer. Bremen war das erste Land der Welt, das ihnen gesetzlichen Schutz angedeihen ließ. Über Bremerhaven verließen im letzten Jahrhundert mehr als 4 Millionen Europäer ihre alte Heimat. Sie wurden die Väter der Amerikaner von heute.
Nur noch der Blick voraus gilt. Minutiös wie in einem Uhrwerk wird auch diese Ausfahrt verlaufen. Noch eine Zeit lang wird der Lotse auf der Brücke stehen. Man wird die Feuerschiffe Bremen und Weser passieren. Der Lotse wird von Bord gehen. Das Schiff wird auf Kurs gehen, hinüber in das alte, gute Amerika, mit dem Bremen sich seit Generationen nicht nur freundschaftlich, sondern auch verwandtschaftlich verbunden weiß. Weit mehr als eine halbe Million Menschengesichter. Doch je weiter das Zeitalter fortschreitet, desto größer wird die Zahl derer werden, die nicht auf Hafen und Meer und Welthandel blicken. Die Stadt wird in zunehmendem Maße auch Industriestadt, unabhängig von Schifffahrt und Umschlag. Solange sie Zollausland gewesen ist, immerhin bis 1888, siedelten Industrien sich nicht an. Sie blieben draußen. Und Bremen blieb verschont von den scheußlichen Fabrikbauten der Gründerjahre. Heute ist die Industrie, wie man sagt, das dritte Fundament der bremischen Wirtschaft. Übrigens gibt es da eine alte Geschichte, die etwa aus dem Jahre 1760 stammt, also zwei Menschenalter nach dem ersten Kaffeetrinken im Schütting passierte. Mit Kaffee hat sie freilich nichts zu tun. Aber da lässt die Witwe Bollmann sich beim Bürgermeister melden in irgendeiner Streitsache. Frau Bollmann, so lässt sie ihm durch den Diener sagen, und der bleibt auch bei wiederholten, immer gereizteren Anfragen, wer ist da bei Frau Bollmann? Da platzt dem Bürgermeister der Kragen. Auf derlei Titulaturen lasse er sich nicht ein. Für ihn sei und bleibe sie die Bollmannsche. Nun, die Zeiten mögen sich geändert haben. Die Sitten in dieser Stadt beharren. Wenn es auch nicht mehr die Bollmannsche ist, so ist sie doch auch nicht zur gnädigen Frau avanciert. Frau Bollmann ist mehr. Beharrung der Sitten auch darin, dass der Jugend ihre Welt zugestanden wird. Das alles geschieht, die schmerzhafte Phase des Weges zu sich selbst, wenn schon nicht zu dämpfen, doch zu begreifen. Für junge Menschen ist verstanden zu werden das meiste.
Unverkennbar die Heiterkeit, die Klarheit. Vielleicht sitzt einer von denen auch hier, die morgens gerudert haben. Oder er war noch vor 5 Minuten im Kontor oder in der Klasse. 1658 war es, dass der Rat die Eltern säumiger Schulkinder ermahnte, dass sie ihre Sprösslinge nicht ohne einige Aufsicht ins Wilde gehen ließen. Es gehört zum Gesicht der Stadt, dass sie sich der Jugend annimmt. Auch die Begegnung mit der Kunst gehört dazu, wenngleich, man sagt gern, die Künste hätten es schwer in dieser Stadt. Wird solch ein Wort nicht widerlegt? Jetzt, in diesen Augenblicken? Natürlich so zart ist es mir. Ein ganz leises Zwitschern. Gesichter einer Stadt, leuchtend und voller Schatten. Beides ist auf dem Blumenmarkt zu erleben, der einer üppig kostbaren Pflanze gleich alltäglich um die Kirche unserer lieben Frauen wuchert. Die Generation der Alten scheint sich hier ein Stelldichein zu geben. Zeit. Viel Zeit auch zur Betrachtung. Hast ist überhaupt etwas, das nicht hierher gehört. Sie ist in dieser Stadt auch sonst nirgends zu finden. Ja, die Fahrer machen. Wie teil sind Sie denn einzeln? 60er. Als er jung war, wurde der rote Samtleuchtturm erbaut und die Unterweser korrigiert, wurde der Dom erneuert und der Hauptbahnhof eröffnet, führten Senat und Bürgerschaft die elektrische Straßenbahn ein. Mit 9 km/h fuhr sie von der Börse nach Horn. Als er ein Mann war, eröffneten Wiegand und Ichon das Schauspielhaus am Ostertor. Begann die Revolution in Bremen, wurde ein Flugplatz im neuen Landerfeld eröffnet. Doch mehr als 150 Jahre ist es her, dass in dem bremischen Bürgereid der Satz aufgenommen wurde: Kein Mitglied des Rates darf hinfort auswärtige Ämter, Titel und Orden annehmen. Und kein Bürger jeglichen Standes dasselbe tun ohne Erlaubnis des Rates. Bremer Bürger zu sein, ist höchste Ehre. Schon 1522 wandte sich die Stadt der Lehre Luthers zu. Der Augustinermönch Heinrich von Zütphen hielt in Sant Ansgarii die erste evangelische Predigt und fand die Zustimmung aller. Und in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts schrieb Joachim Neander, Hilfsprediger an Sankt Martini, das Lied »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren«. Meine geliebte Seele, der dich auf Adlers Fittichen sicher geführet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Lobe den Herrn, was in mir ist. Lobe den Namen. Als er schon ein alter Mann ist, fällt Bremen in Schutt und Asche. Und er steht neu. Von der 500.000 Gesichter aus Fleisch und Blut haben wir einige angeschaut, beobachtet, geprüft. Bleibt noch das aus Stein. Aber das ist mehr. Ziegelstein und Beton, Wasser, Erde und Eisen, Asphalt und das Grün der Wiesen.
und Baumwipfel. Wollen wir das betrachten, fahren wir am besten, wenn wir es so halten wie diese hier, die noch staunen können. Zum Beispiel in der Böttcherstraße, jenem Ort, dem der Bildhauer Bernhard Höttger seine Unverwechselbarkeit geschenkt hat. Die herrliche Geschichte der Ozeanbezwingung ist da zu erleben. Alles, was es in der Stadt zu sehen gibt, ist heute zu sehen. Wer darüber nachdenkt, stellt sich bald die Frage, was ist das eigentlich? Heute. Oder die Frage, was ist das schon? Heute. Es ist auch das Neue, das hinzukommt. Wie Heiligers Plastiken am Parlamentsgebäude. Aber es überwiegt, gerade in dieser Stadt und in seinem Zentrum, das Überlieferte aus allen Epochen. Es gehört zum Gesicht aus Ziegelstein und Holz und Schmiedeeisen und Kopfsteinpflaster, dass auch die schlichte Vergangenheit bewahrt bleibt. Die alten Schnurrhäuser hat man nicht verfallen lassen. Sie wurden im Innern renoviert und Künstler sind eingezogen und sorgen dafür, dass keine museale Ruhe herrscht. Wer sich nur seinen Augen überlässt, entdeckt auf Schritt und Tritt überlieferte Schönheit. Den Spruch im Rathaus kennen wir schon. Was ihr von Vätern Gutes erhalten? Auch das Haus Rinsberg hat viel davon aufgehoben. Das wird zu bedenken sein. Gesicht und Gesichter einer Stadt sind wie die Teile einer Gleichung. Eines aus Stein und Beton, Wasser, Erde, dem Grün der Wipfel und mehr als eine halbe Million aus Fleisch und Blut machen diese Stadt aus. Die freie Hansestadt Bremen. Im Innern Rührigkeit, draußen ein gerechtes Regiment. Und beim Beraten ein freies Herz. Auch dieses Wort, das wir im Rathaus finden, bleibt zu bedenken.